Das Letzte, was ich für diesen Rechner vorbereitet habe, ist die Wiedergabe einer 27P High-End Codec, 246er Codec, eines sogenannten Blu-ray-Rips. Das ist eine HDTV-Wiedergabe einer 27 Progressive-Datei, die auf so einem UX durchaus wunderbar läuft. Und ich habe das jetzt eben vorbereitet für den Media Player 6.4, der natürlich wesentlich schneller ist als all die nachfolgenden Programmchen und Programmchen, die da auf dem Markt sind. Und damit kann man wunderbar 27p HDTV-Dateien gucken auf dem UX, was natürlich eine Riesensache ist, weil die eine tolle Qualität haben und so weiter. Ne? Also hier ist ein Beispiel von irgendeiner Datei. Wir können in den Film schauen, mal, dass wir ein bisschen Action reinkriegen. Irgendein Filmchen. Durch den Shutter, durch den Color Shutter ist natürlich der Film nicht so flüssig oder man hat das Gefühl, dass er nicht flüssig ist. Ich suche mal eine Szene aus, wo sich was tut und dann schalte ich den Color Shutter mal aus. Okay. So. Color Shutter ist aus.